Und damit wieder mal ein herzliches Hallo hier von unserer Insel in Fountain of Youth. Unser kleines Domizil, es wächst langsam, es wird langsam voll und es wird langsam technologisch. Und da wir ja nun gestern mit viel Elan und viel Übermut, genau, mit viel Übermut uns das erste Kupfer besorgt haben, lasst uns mal schauen, ob wir das Kupfer nicht irgendwie jetzt auch verwenden können. Denn uns fehlt die Schmelze oder die Schmiede. Und die Schmiede, mal schauen, ob ich sie finde, ist eine weitere Maschine, die wir schmelzen. Primitive Schmiede. Wir brauchen dafür. Das können wir. Wir können die Steine, wir können das. Blätter. Habe ich keine mehr, muss ich besorgen. Wir brauchen Tonform für Armbrüste. Ja, wo kriegt man die jetzt her? Plätze? Ja, haben wir. Wir brauchen dreimal Lehmstreifen. Also lasst uns mal hier was nehmen und da ist unsere Tonbank. Haben wir. Und zack. Naja, das schaffen wir schon. Ja, war eine lebensmüde Aktion, aber ja, unser Rucksack macht nicht mehr viel mit. Und ohne den Rucksack, ja, wird es ärgerlich. So, dann nochmal. Primitive Schmiede. Wo bist du? Wo hast du dich verschmeckt? Verschmeckt, haha. Versteckt. Lalalala. Irgendwo hier. Tonform zum Gegenstand. Ach so. Wo war? Hier. Plätze hinzufügen. Zack. Haben wir. So, nun brauchen wir noch was zum Anheizen. Ich glaube, ich habe kein Brennmaterial mehr. Ich habe alles für Kohle verwendet. Oh, dort ist noch was. Naja. Ich glaube, ich muss dann mal irgendwie wieder losziehen. Material besorgen. So. Hier rein. Ja. Wie lange braucht denn das? Steht nicht da. Sozusagen. Sofort. Ach so. Ja, komm. Also ich krieg's irgendwie mit dem Anzünden nicht hin. 48 Minuten. Ja, das klingt ja gut. Und irgendwo war doch hier, dass hier irgendwann mal Asche entsteht. Oder war das nur bei der Schmiede? Ich weiß es nicht mehr. So, wir können sie aber mal gucken. Brauchen wir sonst noch irgendwas für die Schmiede? Blätter, große Steine haben wir. Halbes Brett kriegen wir hin. Tonziegel. Herstellung. Die waren hier. Zack. Haben wir das auch schon mal vorbereitet. So. Ich werf's einfach mal hier hin. Dann haben wir das schon mal zusammen. Die restlichen Lehmstreifen können wir ja hier hinwerfen. Ja. Uns geht's soweit gut. Es passt soweit alles. Wollen wir mal nicht beschreien. Mal schauen, wie lange noch. Ich habe uns nochmal frisches Wasser eingesetzt. So, bist du jetzt fertig? Ist es. Dann sollte doch jetzt rein theoretisch uns das Setzen der Schmiede schon mal möglich sein. Schmelzer. Ja, primitive Schmiede. Ja, also die halben Baumstämme kriegen wir hin, Blätter wird schwierig. So, ich setze jetzt einfach mal hierher. Umgestellt ist es dann schnell. Mal schauen, ob wir schon reinschmeißen können, was wir haben. Also wir brauchen noch ein Blatt und noch geteilte Stämme. So, geteilte Stämme. Ah, die Säge ist auch schon irgendwie ein bisschen nicht mehr viel wert. Und eine Axt habe ich auch nicht mehr. Ach du Heiliges. Aber wir haben ja gesagt, wir haben ja hier noch welche, die nutzen wir so lange wie möglich. Mal einen Stein, dann reparieren wir die mal. Naja, geht noch ein bisschen. Ja. Ja, und erst mit dem Rucksack getraue ich mich ja wieder mal irgendwo anders hinzugehen.
Denn nur dann haben wir die Möglichkeit, auch wirklich zu sagen, wir können was mitnehmen. Haben wir gemerkt, wie schnell uns die Taschen voll sind. Und wenn der Rucksack wegfällt, dann fallen uns nochmal 12 Kilo weg. Und 12 Kilo ist eine ganze Menge. Zumindest bei unserem kleinen Rucksack, den wir nur haben. So. War schön, dass es regnet, dann füllt es unser Wasserspeicher auf. Und wir kriegen keinen Sonnenstich mehr. Hat nämlich eine ganze Weile gedauert, ehe der dann abgeklungen war. So. Ja. Einmal kriegen wir noch. Ja. Und jetzt wird's übel, weil wir haben keine Säge mehr. Ich weiß, wir können auch aus Stein eine bauen. Steinsäge. Naja. An der normalen Werkbank. Okay. Tschüss. Herstellen. Normale Werkbank. Platzieren. Okay. Hey, bleib hier. Bleib hier. Bleib hier, mein Freund. Du wirst gebraucht, ganz dringend. Ja, und dann brauchen wir noch Blätter. Ich glaube, bis das irgendwann mal bei uns so auf Lager ist, dass wir nicht mehr drüber nachdenken müssen, wird noch eine Weile vergehen. Ach so, hier. So, du kannst raus und du kannst raus. Oh Gott, jetzt habe ich halbe Baumstämme gemacht. Oh nein. Naja. Auch die werden wir irgendwann mal brauchen. Tadam. Mist. Ja, das ist, wenn man so übereifrig ist und immer nicht dran denkt, dass man ja umschalten muss. Naja. Also nochmal den Schmus. Ich hoffe, das Wetter bleibt heute mal so ein bisschen. Wenn ihr sonst in Survival Games bin ich da immer ein bisschen stinkig, wenn es regnet. Weil ich irgendwie immer das Glück habe. Nein. Zurück. Brechen. So rum. Jawohl. Säge. Achso, ich habe sie ja weggepackt. Hilfe. Ich habe sie ja weggepackt. Ich bin ein Depp. So, Eigenschaften, geteilter Baumstamm. Jawohl. So, jetzt müssen wir bloß mal schauen, dass wir hier eventuell noch ein bisschen Wasser abkriegen. So. Gut. Dann den nächsten Baumstamm. Ja, und unser Rucksack, der leidet und leidet. Weil ich leide ja mit. Das ist ja das Schlimme. Ich leide mit unserem Rucksack mit. Weil ich genau weiß, wir brauchen ihn. Aber naja, wir sind doch auf dem besten Weg. Wenn wir dann das erste Leder haben, weil wir uns dann auch die erste ordentliche Rüstung machen können. So, zack. Dann haben wir da auch mehr Schutz gegen die Wildtiere. Weil war schon ein bisschen heavy. So, ein Blatt. Breite Blätter. Wo haben wir hier breite Blätter noch? Hier hinten, die haben wir ja zuletzt geerntet. Die sollten sozusagen noch nicht nachgespawnt sein. Wo hatten wir denn noch welche gesehen? Ja, und die Ressourcenanzeige hier ist auch immer alles andere als toll. Weil mal siehst du welche, mal siehst du keine. Ich weiß, drüben auf der anderen Insel, die sollten nachgespawnt sein. Aber ehe wir die jetzt eingesammelt haben, dann lasst uns mal wieder Werkzeug auspacken. Hier, Werkzeugkiste. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass wir wieder eine Werkzeugkiste haben. So, du kommst mit, dich brauchen wir. Noch ein Steinchen zum Reparieren. Haben wir. Ah ja. Hier haben wir noch einen mit. Ups, Stöckchen hier rein. Essen, Trinken passt soweit alles. Medizin haben wir. Ich würde sagen, wir schippern mal vor zum Start. Denn am Start vorne... Oder haben wir hier noch breite Blätter drinnen? Nee, ne? Alles Mögliche, nur nicht das, was wir brauchen. Denn am Startpunkt vorne waren ja auch breite Blätter.
Außer die Entwickler haben zwischendurch was geändert. Ja, da fehlt eigentlich nicht mehr viel. Und ich hätte eigentlich das Kupfer schon mal durchschmelzen können. Wisst ihr was? Zack. Die Schmiede brauchen wir ja erst zum Arbeiten. Mal gucken, ob wir vielleicht schon mal Kupfer durchgeworfen kriegen. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Mit keiner Silbe. Bum, 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 bum. Guck mal mit. Herstellung da. Wie lange braucht denn das? Stunde 36. Was? Zwei Stöckchen. Ach, Kohle. Leder. Das war doch was. Mit Kohle. Stunde 40. Da haben wir ja Glück. Da können wir ja mit einmal anmachen. Stunde 36. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Packen wir das mal hier rein. Schippern wir schnell vor. Holen das breite Blatt oder die breiten Blätter. Mal schauen, was uns sonst noch so begegnet. Dann haben wir unseren Kupfer. Da können wir unseren Kupferkessel machen. So der Plan. Solange Essen und Trinken alles passt, bin ich ja zufrieden. Wir können mal Ausschau halten, ob wir hier unterwegs noch ein paar breite Blätter sehen. Aber ich dächte, die waren wirklich nur da vorne. Ich müsste mir halt aufschreiben, wann ich wo gegebenenfalls die Ressourcen entnommen habe, um mal schnell wieder darauf zugreifen zu können. Ja, wenn ich dann anfange, ein Spiel mit Excel-Tabelle zu führen, dann ist auch bei mir der Spielspaß vorbei. Ein bisschen Überraschung gehört halt mit dazu. Und im wahren Leben hat man ja auch nicht für alles eine Excel-Tabelle. Also ich zumindest nicht. Gibt bestimmt so den einen oder anderen draußen, der auch das wahre Leben mit Excel-Tabelle führt bzw. bestreitet. Ja, und dann haben wir ja immer noch unsere Quest offen, die wir ja irgendwie ein bisschen verschoben haben, oder die ich verschoben habe, so frech wie ich bin. Finde das Lager der überlebenden spanischen Mannschaft. Nun sind wir ja nun potzklauts auf die Kupferinsel gestolpert. Beziehungsweise gestolpert ja nicht wirklich. Ich wusste ja, dass ich auf der Insel, ich wusste auch nicht, dass das die Kupferinsel ist. Das hatte ich mir nämlich nicht gemerkt. Aber ich wusste, dass auf dieser Insel die Termiten sind für die Heilung. Wir haben es gebraucht, haben wir ja gemerkt, sonst wäre ich jetzt schon ein bisschen tot, ein kleines bisschen tot. Ja, so ganz unbedarft bin ich in dem Spiel ja nun nicht. Das kann man halt leider nicht weg verschweigen. Also für alle die, die zum ersten Mal zuschauen, ich versuche schon so viel wie möglich das Spiel so zu spielen, wie die Entwickler es vorgesehen haben. Auch in der Reihenfolge oder im Ablauf. Aber ja, wir spielen es halt nicht zum ersten Mal. Leider lässt sich sowas halt nicht vermeiden. Dass man Informationen oder Sachen, die man noch kennt, mit einfließen lässt. Also nehmt es mir nicht übel. Ist halt einfach so. So. Dann sollten jetzt hier vorne am Eingang breite Blätter sein. Und lange Stöckchen. Zack. Kleine Stöckchen nehme ich natürlich auch wieder mit. Weil die brauchen wir. So. Habe ich mich aber doch ganz weit weggestellt. Oh, hier ist noch was zu essen. Nehme ich natürlich mit Steinchen. Ja, ja, los. Da ist noch was zu trinken. Okay, haben wir.
Und hier irgendwo waren breite Blätter. Und der blöde Geier. Ach nee, wir sind noch gar nicht da, seht ihr? Habe ich mich ein bisschen vertäuscht. Wir sind hier noch gar nicht da. Wir sind hier erst in der Mitte. Hier ist ja der Abgang für, wo wir oben von den Bergen runter sind. Bitte. Bin halt doch nicht so schlau. Was heißt, es hat ja nicht mit schlau zu tun, sondern ich habe mir halt doch nicht alles gemerkt über die vielen Folgen, die wir jetzt schon gespielt haben. Naja, haben wir wenigstens einen Ausflug gemacht. Das Wetter ist schön, zumindest für unsere Verhältnisse schön. Ja, und die Rüstung brauchen wir zwingend, weil wir haben ja gesehen, wie schnell wir da drüben auf der anderen Insel einfach nur zugrunde gehen, weil die Sonneneinstrahlung schon gewaltig ist. So, los, dann lasst uns mal hier die Taschen wieder leer machen. Nicht, dass wir mit vollen Taschen rumrennen. Stöckchen raus. Axt brauchen wir. Essen, trinken passt. So. Nicht, nein. Autsch. Wir gegebenenfalls nochmal reparieren. Wir müssen ja vor bis zum Skelett. Also hier war der Abgang. Hilfe. Nicht. Mal schauen, ob wir irgendwann... Ist man noch... Da sind sie. Muss irgendwann mal schaffen, uns das bessere Boot zu machen, beziehungsweise das erste richtige Bötlein. Da, da. Wusste ich doch. Hab ich mir gemerkt. So, was haben wir jetzt noch im Inventar? Okay, wir haben noch ein bisschen Platz. Noch können wir tragen. Den Stein lassen wir mal liegen, weil der ist schwer. Was wir natürlich mitnehmen, sind jetzt die Stöckchen. Die brauchen wir nämlich auch zum Bauen. Für alles Mögliche. Und alles, was wir jetzt ernten... es regnet. Alles, was wir jetzt abernten können. Reparieren. Naja. Ich glaube, die können wir dann bald entsorgen, die Axt. Aber ist ja nicht so schlimm. So. Das Ding können wir ja auseinandernehmen. Dann kriegen wir noch ein bisschen ein paar Kleinteile. Ja. Schön, dass die Pilze jetzt wieder nachspawnen. War lange Zeit nicht. Wenn sie weg waren, waren sie weg. So, hier hat man alles. Gut. Blätterlies haben wir. Haben wir sonst noch irgendwas von hier vorne? Inventar sagt, nee. Inventar sagt, wir sind voll. Gut, dann auf nach Hause. Wobei wir könnten... Oh nein. Naja, Entschuldigung meiner. Entschuldigung, hab nicht dran gedacht, dass du ja so voll bist. Hier vorne am Startgebiet sind ja auch nochmal Haufen Stöckchen. Unsere habe ich alles soweit abgearbeitet, unsere Büsche. Da dauert es wieder eine Weile, die nachspawnen. So. Das rein, die rein, naja. Inventar ist dann halt aber auch schnell immer voll. Haben wir erledigt. Machen wir mal so. Da. Dann können wir uns noch ein paar Stöckchen holen. Hätte nie gedacht, dass ich mich jemals mal über so einen Regentag in eine Survival Game freue. Ja, guck mal da. Da waren doch auch noch breite Blätter. Ja, wenn wir immer hier sind, nehmen wir sie mit. Da. Das haben wir. Dann können die nämlich in der Ruhe nachwachsen.
Und wenn wir sie beim nächsten Mal brauchen, haben wir sie ja dann wieder. Die meisten davon gehen halt drauf für die medizinische Herstellung im Moment. Ja. Gut, dann weiter am Text. So. Da wären noch Kokospalmen, aber die brauchen wir jetzt nicht. Ich brauche Stöckchen. Brennmaterial. Ja, ich könnte es hier auf dem Boden aufsammeln, aber... So. Hier ist natürlich noch ein Kartografiebaum. Wollen wir den gleich mitmachen? Dann haben wir das einmal weg, wenn wir hier sind. Tada. Das Spiel ist halt eine ewige Reise. Und gegen Ende werde ich dann auch vieles rausschneiden müssen an Wegen. Weil hier gibt es verdammt viel hin und her. Gerade wenn man dann... Wie mit dem Koffer zum Beispiel. Haben wir gesehen. Wir sind immer Kupfer sammeln und wir sind eigentlich tot. Und da haben wir nicht viel gemacht. Und wir werden ja noch so viel brauchen. Sprich, dann rennst du ewig hin und her. Oder baust ein Bettchen dort und versuchst hier und da. Naja, ihr werdet es ja sehen, wenn er dabei bleibt. Ja, seht ihr? Haben wir das auch erledigt. Hier ist noch ein großer Ast, die Stöckchen hatten wir, breite Blätter, die hatten wir auch. Was haben wir hier, Eukalyptus nochmal, Tabak, naja. Hier oben können wir dann jagen gehen fürs Leder. Na dann. Ab. Wir haben, was wir wollten. Also eigentlich noch nicht ganz. Einen breiten will ich jetzt nicht mitnehmen. Ich will nämlich jetzt erstmal Stöckchen sammeln. Naja, habt ihr schon gehört? Schrei mich nicht so an. Hey! Naja, solange es nur so ein kleines bisschen Leben ist, was Abzug ist, ist das nicht so tragisch. Aber es kneift halt an unserer Uniform oder an unserer Rüstung. Die ist ja nur aus Blättern gebaut. Die hält ja eigentlich nicht viel. Ja. Gut, die haben wir abgeerntet. Haben wir dich, hast du noch was dran? Jawohl. Ja. Machen hier nochmal breite Blätter. Wir sehen, was wir tragen können. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und... Cool. Ressourcen besorgt. Die nehmen wir auch nochmal mit, die Camilla. So, mal schauen. Noch können wir es tragen. Reparieren, zack. Ja, die können wir dann danach wirklich wegschmeißen. Oder wir heben sie auf. Als Andenken, was wir alles damit angestellt haben. Na dann los. Aber jetzt wirklich, wir waren genug unterwegs. Muss reichen. Zumal ja schlechtes Wetter ist. Und ihr seht ja herzlich wenig. Oder nicht so viel wie ich.
Aber ich sehe auch nicht wirklich viel. So. Ja, das nehmen wir noch mit. Zum Bersten voll. Ja, gut, haben wir erledigt. Unsere Werte sind noch ganz gut. Wir sind nur leicht überlastet. Wir kommen wieder ein paar Minuten hin. Und den Heimweg, den spare ich uns jetzt mal, weil ich kann eh nicht mehr aussteigen, was einpacken. Wir sehen uns zu Hause. Ja, und die letzten Meter auf dem Heimweg nehme ich euch natürlich wieder mit. Wäre ja sonst Quatsch. So, wir sind da. Ich hätte jetzt natürlich auch herspringen können, also uns hierher teleporten können auf Schnellreise. Aber wo bliebe denn da der Spaß? Ich genieße das nämlich auch ab und zu mal ein bisschen. Einfach hier in der Weltgeschichte rumzugeistern. So. Also, ja, pack mal aus. Die haben wir weg. So, die Rinde kommt mit hier oben rein, weil die brauchen wir dann später. Die ist weg. Breite Blätter. Komm, wir lassen uns mal hier schon mal reinpacken. Da. Und da will ich den Hammer einstecken. Die Frage ist, wo habe ich denn den Hammer gelassen? Bestimmt auf dem Kanu. Floß, Boot. Na, ihr wisst schon. Auf den Ding, mit dem wir uns über die Wellen bewegen. So. Gib mir meinen Hammer her. Tschüpp. Ja, und dann mal schauen, dass wir hier irgendwie mal die Hütte anfangen. Ist zwar schön, so in freier Natur hier rumzuwerkeln, aber zum Schlafen und sowas ist das schon viel günstiger, wenn wir eine richtige Hütte haben. So, das läuft. So, wir brauchen noch mal ein Stück Kohle. Ja, unser Kupfer müsste fertig sein. Super. Kupferbahn studiert. Also nochmal rein. Zack. Feuer an. Stunde 40 für einen. Ja, machen wir. Der Reihenfolge nach. Och Mensch. Jawohl. Für ein Kupferbahn. Das sieht immer gar nicht aus wie ein Kupferbahn. Aber naja. Achso, den können wir schon mal einstecken lassen. Brauchen wir dann gleich. So, mal die Blätter rauspacken. Zumindest ich schmeiß sie mal hier im Weg. Und jedes Mal stolpe ich dann drüber. Das sieht immer aus wie so ein Sauhaufen. Zip. Ui. Naja. Ja. Hier noch ein Blatt her. Haben wir. So. Mal schauen, wie viel Zeit vergangen ist. Stunde 20. Dann können wir die Steckchen ja schon mal rauspacken. Upp. Hat's doch gelohnt. Wir haben wieder was für Kommendes. Passt. Obwohl. Lasst uns mal noch so ein Füchschen durchgrillen. Jetzt kommt's wieder mit dem Feuer starten. Mal schauen, vielleicht klappt es irgendwann mal beim ersten Mal. Das Spiel ist mir hold. Dann essen wir doch das Füchschen sofort. So. Mal gucken, vielleicht. Oh nein! Dann trinken wir außen. Hier noch was reinfüllen. Los. Solange noch was in den Behältern drin ist. Ja. So. Gut. Feuer ist aus. Kupfer ist fertig. So, und jetzt kommt es drauf an. Den Kupfertank. Ein Feuer. Schön ist, hier kriegt man nämlich den auch jetzt irgendwo am Eingang, liegt dann auch irgendwo Asche rum, die wir für irgendwas brauchen.
Und wo? Bis ich das damals gefunden habe, erscheint es dann nur irgendwo dann Asche entnehmen, wenn welches liegt. Dann noch ist keine da. So. Wir haben unseren Kessel. Heißt, wir können hier langsam an die Aufwertung denken zum Gegenstand. Was? So, der hat gar nicht weitergemacht. Nicht genug Brennstoff. Da denke ich immer irgendwie nicht dran. Feuer. So. Aber jetzt muss es doch was werden, oder? Jawohl, jetzt haben wir ihn. Na prima, dann Verbesserung. Rein damit. Wie viel wird er haben? Bewegen. So. Interaktion. Zwei davon. Na, ein Glück, dass wir die eingesammelt haben. Eins, zwei und los. Ihr seht, einfach immer alles mitnehmen, erstmal. Das hat sich bei mir schon immer. Gott. So. So. Haben wir geschafft. Bis zur Erschöpfung gearbeitet. Verbrennung. Ach ja, Mist. Weil ich ja wieder mal durchs Feuer gerannt bin. Können wir mal schauen. Kann man Medizin herstellen gegen Verbrennung? Leichte Vergiftung. Überhitzung. Grippe. Verdauung. Korallenpulver. Nee. Schwitztrank. Was sagt er uns denn hier? Medizin nehmen, Tabakkompresse. Hat mir nicht schon Tabak eingesammelt gehabt? Wir können ja schon mal die nehmen. Aber Tabak, hatten wir nicht auch Tabak irgendwo gehabt? Vogeltrank? Die werden wir dann bald brauchen. Aber ich dachte, wir hätten irgendwo unterwegs Tabak eingesammelt. Nö. War natürlich nicht. Dann werde ich wohl hier von Gebrauch machen müssen. So. Ja, Schlafqualität leidet drunter. So, Freunde, das haben wir. Oh Mann, was für eine Runde wieder mal. So, und jetzt geht's los. Leder. Wir brauchen 10 Wasser und Rinde, seht ihr? Rinde. Und 10 Wasser. Wollen wir noch 10 Wasser einstecken? 11. Das passt doch. Wassertank. 10 Mal. Leder. Und zack. Aber das Ding hat echt... Geht in 4,1 Tagen kaputt. Reparieren. Ja, Ziel und Mission erreicht. Rucksack repariert, wir sind auf Stufe Leder. Ja, schwere Geburt. Zumal dann immer so 1000 Sachen mit reinspielen und jetzt müssen wir schlafen. Ah ja. Wir kriegen wenigstens Energie. Und wieder ist dunkel. Ich habe hier überall Fackeln aufstellen müssen. Was wir natürlich erstmal schauen können ist... Was wären denn so die nächsten Schritte, die wir angehen könnten? Schuhe aus Tierhäuten. Da brauchen wir auch nur die getrocknete Haut. Lederhaube. Brauchen noch viel, viel mehr Leder. Und Nadeln. Leder. Und das ist das, wo wir als nächstes uns mal ranwagen müssen. Nadeln. Wir brauchen Fische. Können wir mal gucken. Ich habe bisher noch keine Fischgräten gefunden. Aber wir können ja vielleicht angeln. Ja, wenn wir was haben, haben wir es. Wir haben eine Angel. So, und als Köder haben wir nicht irgendwo die
bunten Blümchen eingesammelt. Ich glaube, wir können auch Vergammeltes nehmen zum Angeln. Aber ich dachte, wir hätten irgendwo die bunten Blüten eingesammelt. Ich sehe sie gar nicht. Komm mal mit, das geht zur Not auch. Was denn hier noch? Wo hab ich denn die hingeschmissen? Hier sind keine mit. Na gut, dann gehen wir mal so angeln. Da kommt die Zeit, haben wir heute noch. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Dann haben wir zumindest die Fischgräten. Und mit den Fischgräten können wir uns Nadeln machen. Die halten zwar nur von Viertel bis Nacksch, aber ich hoffe mal, ich bin hier richtig mit dem Fischsteg, dem Angelsteg. Haben wir ja nicht mal die Karte erkundet. Aber wir hatten aber uns hinten auch einen gehabt. Soll ich mich so vertäuschen? Wir haben da bei uns. Da hinten ist er doch. Toll, seht ihr? Das ist ein Thema. Man kennt sich aus auf der Karte oder man kennt sich aus im Spiel. Kilometer in die falsche Richtung gerannt. Aber ja. Ich habe mich dran gewöhnt. Und noch eine Verletzung. Status, immer noch die Verbrennung, okay. So, ja, da heilen wir wenigstens noch ein bisschen hoch, da hinten war es doch. So. Dann gehen wir für heute noch mal angeln und dann haben wir ja eine echt gute Runde hinter uns. Zuck. Wir haben einen Haufen Ressourcen nachgefüllt, was schon mal extrem wichtig ist. Haben wir gesehen, man braucht 1000 Sachen. So, angeln. So, das geht. Nochmal schauen. Teilweise bewölkt, 5% Bisschance. Naja, das können wir machen, einfach mal. Der Fisch ist vom Haken gegangen. Na, ist super. Nummer 1. Ah, das Angeln ist schon eine sehr lustige Sache hier im Spiel. Hat nicht angebissen. Nicht angebissen. Ein Buntbarsch. Aber ich glaube, Köder waren jetzt alle, oder? Gut, Köder sind alle. Aber wir haben die ersten Fischlis. Und damit haben wir auch was zu essen. Und haben unsere ersten Nadeln. Und das war ja das, wo ich schon gerätselt habe. Mensch, wie kriegst du denn nun den Fisch da irgendwie klein? Ach. Verbrennung hat sich gebessert zu Sonnenbrand. Okay. Nicht einfach den Fisch da drauf packen. Nee. Schmeißt auf den Boden. Und dann erntest du ihn. Zack. Und die Dinger mit eh wieder aufheben. Weil die können wir nämlich später noch verwenden. Das heißt, wenn ich zeitlich genug hinkomme, so, dann mal noch schnell ein paar Nadeln machen. Sollten wir jetzt zumindest Nadel, nicht Nistel, sondern Nadel, na komm. Nadel, Herstellung, Nadel. Ein Stück. Haben wir. Gut. Wieder was. Tja, was ist uns jetzt wichtiger? Ein besserer Gürtel? Überleg halt. Trocknete Haut, die hätten wir. Zwei zusätzliche Waffenslots bedeutet, wir können mehr Waffen mittragen. Das Stück Leder, das wird teuer. Seile, haben wir denn noch Seen?
Müssen wir unbedingt jagen gehen. Wir sollten keine Seen mehr haben, sonst hätte er die ja jetzt angezeigt. Also müssen wir Tierseen besorgen, damit wir entsprechend Seile haben. Das heißt, wir brauchen den Bogen. Ja, wir haben halt noch nicht alles. Aber ich hab's versucht. Habe ich noch Steckchen einstecken? Ja. Ich hab's versucht. Wie lange braucht der Fisch? 20 Minuten. Dann packen wir den mal hier rein. Der hält ja noch ein bisschen. Müssen wir noch nicht sofort essen und machen. Ja, ein Stück Fleisch hinter. Eine Kokosnuss fürs Wohlbefinden. Ja, und dann haben wir für heute eigentlich eine coole Runde hingekriegt. Tja, welche Pläne als nächstes? Als nächstes halt rüber auf die Insel, den überlebenden spanischen, oder das Lager zumindest finden. Und ja, ich werde in der Zeit mal hier noch ein bisschen Leder machen. Ja. Damit wir hier Material zusammenkriegen. Sehen wir uns morgen wieder in einer weiteren Runde. Und dann mal schauen, wie weit ich gekommen bin. Ob wir dann wirklich gleich los können. Vorbereitet ist alles. Wir haben was, um uns zu heilen und zu behandeln. Ja, ich richte uns mal her und morgen geht's hier weiter. Also, eure Gedanken und Meinungen gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn euch die Folge gefällt oder wenn euch das Ganze überhaupt gefällt. Und ansonsten, bis morgen in alter Frische. Genauso sieht's aus. Tschüssikowski und bye bye.